zunächst einmal einen wunderschönen guten Abend, den letzten Abend vor Weihnachten, vor den Feiertagen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein paar meiner Wünsche zu äußern fürs Weihnachtsfest und fürs neue Jahr. Weihnachten steht vor der Tür und die Welt befindet sich in einer immer schwierigeren Lage. Übrigens die schwierige Lage hier, wir sind jetzt mittlerweile wirklich ein kleines Häufchen und trotzdem steht da vorne Polizei. Ich werde irgendwann mal darauf fordern, dass jede japanische Touristengruppe, die hier eine Wienstadtführung macht, auch einen Polizeiwagen beigestellt bekommt. Die sind auch nicht wirklich größer. So, meine Wunschliste für Weihnachten ist sehr lang, doch ich möchte zuvor noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich gehe zurück auf das Jahr 2001, auf den Oktober. Der venezolanische Präsident Hugo Chavez hält eine eindrucksvolle Rede über den Terrorismus. Er sagte, sein Land würde alle Bemühungen, alle Anstrengungen, Terrorismus zu bekämpfen, unterstützen. Er zeigte anschließend ein Bild von toten afghanischen Kindern, von Kindern, die einen Tag zuvor noch am Leben waren, und ergänzte, aber nicht so. Diese Kinder waren gestern noch am Leben. Sie saßen mit ihren Eltern noch beim Essen, als die Bombe einschlug. Eine der Bomben, die derzeit über Afghanistan abgeworfen werden. Das darf nicht sein. Die Antwort auf Terror darf nicht noch mehr Terror sein. Das war ein Originalzitat. Damit rückte er auf die Abschussliste der US-Administration. Es folgte eine monatelange Propaganda-Racheaktion des Westens gegen Hugo Chavez. Im April 2002 kam es zu einem gescheiterten Putschversuch in Caracas. Durch die Verstaatlichung der Ölindustrie hatte sich Chavez Feinde im eigenen Land geschaffen. Ein Fünftel der Bevölkerung lebte sehr wohlhabend in Venezuela, bis Chavez begann, den Reichtum gerechter zu verteilen. Und so war es jener kleine Teil der Bevölkerung in Caracas, der sich am 11. April 2002 auf die Straße locken ließ, um ihren Unmut gegen Chavez Ausdruck zu verleihen. Anders als angekündigt leiteten die Veranstalter den Demonstrationszug plötzlich in Richtung des Präsidentenpalastes, wo sich eine Gegendemonstration formierte, die zahlenmäßig die oppositionellen Demonstranten weit übertraf. Chavez, der die Gefahr umgehend erkannte, ließ sein Militär zwischen den beiden Demonstrationszügen aufmarschieren, als Puffer. Dann fielen plötzlich Schüsse. Es starben zahlreiche Menschen. Es war unklar, woher und von wem die Schüsse kamen. Für die westlichen Medien war die Sache schnell klar. Man schob Chavez den Befehl zum Schießen in die Schuhe. Doch es waren Scharfschützen, die von den Dächern Caracas auf die Demonstranten feuerten. Sie sollten den Startschuss für den Putsch gegen Chavez liefern. Durch die westlichen Medien liefen Bilder, die angebliche Anhänger von Präsident Chavez zeigten, wie sie auf die friedlichen Oppositionellen schießen. Später stellte sich heraus, dass hier die Oppositionellen in Richtung der Scharfschützen schossen. Es handelte sich um eine Fälschung. Von Seiten der venezolanischen Regierung versuchte man, die Sache übers Fernsehen richtig zu stellen, doch man drehte ja einfach den Saft ab und die Fernsehsender wurden blockiert. Chavez wurde entführt und an einen geheimen Ort gebracht. Seine Minister wurden in einem Keller des Präsidentenpalastes gefangen gehalten. Die Anführer der Opposition erklärten sich kurzerhand zur Staatsregierung mit der geheimdienstlichen und medialen Unterstützung Washingtons und Madrids. Der Sprecher des Weißen Hauses erklärte, dass das brutale Vorgehen der Regierung Chavez den Umsturz durch die Bevölkerung herbeigeführt hätte. Die nicht gewählte und demokratisch nicht legitimierte neue Regierung in Venezuela wurde vom Großteil des Volkes nicht akzeptiert. Ein groß angelegter Generalstreik zwang die Putschisten letztlich zur Aufgabe und Chavez wurde freigelassen. Jetzt rutscht es mir runter. An dem Putsch gegen Hugo Chavez waren private Medienunternehmen, politische Parteien, Unternehmer, die Spitze der katholischen Kirche und hochrangige Militärs beteiligt, maßgeblich unterstützt durch die Regierungen der USA und Spaniens. Ich erinnere daran, weil es für mich sehr stark an die Geschehnisse in Kiew im Februar 2014 erinnert. Zufall oder ist das kein Zufall? So, jetzt kommt meine Wunschliste. Es ist Weihnachten und die Menschen spielen verrückt. Sie rennen amok, um sich noch den letzten Blödsinn aus den Regalen zu holen. Ich glaube, die Welt hat andere Probleme. Meine Wunschliste für Weihnachten. Erstens, ich wünsche mir nicht primär Frieden. Denn Frieden ist ein Endzustand, ein Gleichgewichtszustand in sich stimmiger Parameter. Eine Folge von irgendetwas, von Schritten der Etablierung von Prozessen und der Anpassung von Systemen, die den Frieden überhaupt ermöglichen.
Sich alleine den Frieden zu wünschen, ist, als ob man sich Gesundheit wünschen würde, aber auch Gesundheit ist die Folge eines gesunden Lebensstils, einer ausgewogenen Ernährung, aktiven Bewegung, einer seelischen Befriedung, eines sich Umgebens mit Freunden, mit Menschen, die einem gut tun, von Liebe und Freude. Deshalb wünsche ich mir in erster Linie, dass es der Menschheit gelingt, die Gründe abzubauen, weshalb wir immer wieder neue Kriege führen, Menschen und Tiere töten und unsere Umwelt vernichten. Zweitens, ich wünsche mir, dass die Verfassungen der Länder ernst genommen werden, dass sich die Mehrheit der Medien ihrer Verantwortung bewusst wird und die Zügel, dass sich die Mehrheit der Menschen ihrer Verantwortung bewusst wird und die Zügel in die Hand nehmen, bevor es zu spät ist. Es ist an der Zeit, dass die Macht wirklich vom Volke ausgeht und nicht von einer kleinen Clique von Lobbyisten, von Hampelmännern und Hampelfrauen, von Konzernen und Banken. Ich glaube nämlich, dass die Mehrheit von uns, auch jener, die nicht begreifen, was geschieht, nicht will, dass zum Zwecke einer immer ungerechter werdenden Verteilung tagtäglich 57.000 Menschen erbärmlich verhungern und zigtausende allein beim Versuch, das offene Europa zu erreichen, nachdem wir ihre Länder wirtschaftlich und militärisch vernichtet haben, ums Leben kommen. Ich glaube nicht, dass die Masse der Bevölkerung auf gentechnisch manipulierten Fraß, auf Tiertransporte, auf Überwachung, auf den Einsatz uran angereicherter Munition und auf die Verpestung unseres Planeten für die nächsten Millionen Jahre steht. Deshalb wünsche ich mir, dass die Macht, so wie es in der Verfassung verankert ist, vom Volke ausgeht. Drittens, ich wünsche mir, dass alle Geheimbünde, Geheimdienste und alles andere, was geheim ist und hinter unserem Rücken, aber auf unserem Rücken, dreckige Pläne ausheckt und in unserem Namen ausheckt, von diesem Planeten verschwindet. Dieser Planet erträgt nichts mehr davon, weder die Bilderberger, die Trilaterale Kommission, die Atlantikbrücke, die CIA, den Mossad, den BND, den Verfassungsschutz, den MI5, den MI6, das CFR und wie der ganze Dreck sonst noch heißt. Das alles hat weder mit Demokratie noch mit Menschenrechten noch mit Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit zu tun, sondern vernichtet nur planmäßig uns und unseren Planeten. Deshalb wünsche ich mir, dass all das, wie es schon Kennedy gefordert hat, von diesem Planeten verschwindet. Viertens, ich wünsche mir eine freie Presse. Pressefreiheit alleine reicht nicht aus, wenn die Presse nicht frei ist. Solange die Presse selbst denjenigen gehört, die vom Krieg, von Schuldenmacherei, von Genfraß profitieren, wird sie uns auch in Zukunft erzählen, dass Krieg unausweichlich, Bankenrettung alternativlos und Genfraß unschädlich ist. Ich habe es satt, mich belügen zu lassen. Fünftens, ich wünsche mir, dass wir anfangen, die Dinge nach dem zu benennen, was sie auch tatsächlich sind. Verteidigungsministerien sind Kriegsministerien. Humanitäre Einsätze sind völkerrechtswidrige Angriffskriege. Friedenstruppen sind Besatzungstruppen. Verteidigungsbündnisse sind Angriffskoalitionen. Und wenn wir aufhören, uns selbst zu belügen und uns belügen zu lassen, werden wir bald merken, dass wir weder eine US-amerikanische Schutzmacht in Europa benötigen, noch eine NATO. Ich wünsche mir, dass sich diese Plagen, sowohl die über 1000 US-Army-Camps in über 150 Ländern, wie auch die NATO über Nacht in Luft auflösen, ohne dass dabei auch nur ein Grashalm zu Schaden kommt. Und niemand will das. Das Ende der Besatzung Europas und die Auflösung der NATO sind längst überfällig. Ich wünsche mir, dass die US-Regierung und alle anderen Kriegssetzer, Lakaien und Willigen damit aufhören, die Worte Freiheit und Frieden permanent zu vergewaltigen. Das sind große Ideen, große Werte. Am Donnerstag, den 11. Dezember 2014, verabschiedete der US-Senat ein Gesetz mit dem Namen Ukraine Freedom Support Act. Es umfasst die massive Ausweitung der Versuche, Russland mit Hilfe von Sanktionen zu vernichten und die Lieferung von Waffen an Kiew im Wert von 350 Millionen Dollar. Wer im Zusammenhang mit Waffen und Sanktionen das Wort Freiheit verwendet, hat absolut nichts verstanden, hat nicht die geringste Ahnung, was Freiheit überhaupt ist. Ein Land, das weltweit Kriege führt, Länder in Wüsten verwandelt, Regierungen destabilisiert, perverse Drohnenangriffe führt, in hunderten Ländern in Geheimgefängnissen Folter betreibt und das auch noch schönredet, hat für mich jeglichen Anspruch darauf verloren, eine führende Macht der Freiheit zu sein. Siebtens, ich wünsche mir, dass es uns gelingt, das unmenschliche System, das wir mit immer größeren Opfern aufrechterhalten, loszuwerden, bevor es uns los wird. Ich habe schon oft über das Geldsystem gesprochen. Es ist auf privatem Schuldgeld aufgebaut. Es funktioniert wie eine Hydra, die immer gefräßiger wird, je mehr sie bereits verschlungen hat. Sie benötigt immer weitere Schulden, um weiterleben zu können. Die Aussagen des Economic Hitman John Perkins sind hier symptomatisch. Er war in den 70er Jahren im Auftrag der Weltbank unterwegs, um Länder zu verschulden. Er musste so große Schulden aufbürden, dass eine Rückzahlung unmöglich wurde. Die Folge war, dass die Länder mit dem geliehenen Geld eine Infrastruktur schufen, die anschließend ihre eigene Ausbeutung erleichterte.
Nachdem sie kaum die Zinsen für die Last tragen konnten, waren sie gezwungen, nationales Vermögen an westliche Großkonzerne zu verscherbeln. So wanderte das Eigentum ganzer Völker in die privaten Taschen westlicher Bosse, ohne dass die Menschen irgendetwas dafür konnten. Den Führern der jeweiligen Länder, die über die Annahme der Kredite entschieden und entscheiden, wird angeboten, ihr Konto in der Schweiz mit vielleicht 100 Millionen US-Dollar zu eröffnen, wenn ihr Land beispielsweise 30 Milliarden Dollar Schulden aufnimmt. Die meisten ließen sich kaufen. Der Präsident von Ecuador, Jaime Roldós, und der Präsident von Panama, Omar Torrijos, weigerten sich. Sie sagten, sie bräuchten keine 100 Millionen Dollar in der Schweiz. Sie sind ihrem Volk verpflichtet und haben geschworen, Schaden von diesem abzuwenden. Beide Präsidenten starben kurze Zeit später unter bis heute ungeklärten Umständen bei Flugzeugabstürzen. Ihre Nachfolger nahmen die Kredite auf. Das war 1981. Übrigens, diese Hydra verschlingt natürlich auch die eigenen Länder. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut auf dem Weg hierher. Im Jahre 2000 betrug die Staatsverschuldung der USA noch 5,7 Billionen Dollar. Im Jahre 2008 wurde die 10 Billionen Dollar Marke erreicht. Wir wissen, dass sie im letzten Jahr im Oktober die 17 Billionen Dollar Marke fast erreicht hatte mit 16,7 Billionen Dollar und vor wenigen Tagen überschritt sie die 18 Billionen Dollar Marke. Die Frage ist, wie schaut der Zusammenbruch dieses Systems dann konkret aus? Wir werden es bald wissen. Ich wünsche mir ein System, das eine soziale Dreigliederung folgendermaßen erfüllt. Diese beinhaltet die Ideale der französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit, und sie ordnet diesen Idealen die Hauptbereiche der Gesellschaft, Recht, Geist und Wirtschaft zu. Allerdings in folgender Konstellation. Das Recht soll geprägt sein von echter Gleichheit. Der Geist soll geprägt sein von echter Freiheit und die Wirtschaft soll geprägt sein von Brüderlichkeit. Und ich wünsche uns allen ein friedliches Weihnachtsfest und der Welt ein besseres Jahr 2015. Danke.